Kampf gegen die Vorschriften der, zur internationalen Gesundheit. Die Übersetzung machen Kaste und Mr. Bronze. Florian, that's your stage. Thank you very much. Danke für die Einführung. Thanks for your kind introduction. Danke für die Einführung und vielen Dank für die Besucher hier früh am Morgen um eins. Und vielen Dank an Dan, der mir seinen Computer geliehen hat. Mir ist klar, es ist eine Computerkonferenz, aber ich habe tatsächlich meinen Computer zu Hause gelassen. Und ich muss leider anfangen mit einer großen Enttäuschung. Erinnert ihr euch dran, als ihr rausgefunden habt, was die Wahrheit des Osterhasen ist und die Tatsache, dass es Zombies nicht gibt? Ja, das sind einfach imaginäre Figuren, aber wir nehmen jetzt einfach mal für den Rest des Talks an, dass sie real sind und dass die Zombie-Apokalypse bereits weniger als 12 Stunden her ist und bereits begonnen hat. Wenn ihr wissen wollt, was dann genau passiert, schaut euch die ganzen Dokumentationen im Fernsehen an oder ein Trainingsvideo oder ein Trainingsspiel auf eurem Computer. Es ist so, dass infektiöse Krankheiten immer Grenzen ignorieren und es gibt Analysen, die bereits in die Steinzeit zurückgehen und die zeigen, dass die Erreger von der Pest im Prinzip aus den Gegenden, die wir heute Asien nennen, in das heutige Europa geht. Dies haben wir gefunden, indem man Zähne von Steinzeitmenschen untersucht hat. Und in neuerer Zeit, das heißt im 19. Jahrhundert, haben wir auch krasse Ausbrüche gehabt. Zum Beispiel Cholera in 1851, ähnlich zu modernen Ausbrüchen wie im Jemen, wo man Hunderttausende Tote hat. Cholera ist extrem ernst zu nehmen und hier in unserem Camp, in unserer Umgebung, wenn wir unbehandelte Cholera-Fälle hätten, ungefähr 50% von uns würden alle sterben, also jetzt so die rechte Hälfte. This is why people das ist der Grund, warum Regierungen auf der Welt zusammenkamen und überlegt haben, welche Regeln man einführen kann, um infektiöse Krankheiten einzudämmen. Insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Vereinten Nationen und die WHO gegründet wurden, haben sie angefangen, die ersten Iterationen von internationalen Gesundheitsvorschriften, den IHR, einzurühren. Das war so 1951. Der Grund war, dass man versucht hat, Cholera, die Pest, Gelbfieber und ähnliche Krankheiten zu regulieren. Und es war so, dass man damals noch geglaubt hat, dass man alles weiß über Bakterien, über Krankheiten, über Viren. Es gab keine unbekannten Angriffe mehr durch oder Bedrohungen. Es war so, dass die Krankheiten, die dem zugrunde liegen, plötzlich meldepflichtig waren. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Staat ist und Cholera hat, dann muss man das melden und die Länder um einen herum fangen dann an, die Grenzen hochzuziehen, sodass da ein Nachteil dem Staat dadurch entsteht, warum die Länder es oft nicht machen. Also zum Beispiel gab es einen ziemlichen Fail in 2003. Das war SARS. Okay. SARS, das passierte, fing an im Festland von China und es gab ein Netzwerk, das Grippe-Netzwerk, das einen Haufen Fälle aufgeworfen hat. It's basically the thing that scares everyone. Und der Level 5, also der Bedrohungslevel 5 ist der, vor dem alle Angst haben. Weil wir hatten im Prinzip eine relativ infektiöse Grippewelle, die dann losging und die sich auch nach Vietnam und den Philippinen ausgebreitet haben. Das hier sind. Hier geht es nicht so sehr um die Kosten, das ist dann eher im Sinne von Ernährung und Reisen, aber nicht so sehr in Termen von menschlichen Leben oder ähnlichem. Und
als die Zusammenarbeit zwischen dem Festland China und der WHO sich verbessert haben. Das war einfach, als die politischen Bedingungen sich geändert haben im Land. Und China hat hier noch nicht mal internationale Regeln gebrochen. Sie haben einfach nur nichts gemeldet. Das war aber nicht vorgesehen in den Regeln. Und dann passierte ein Wunder. Das heißt, die IHR, also die internationale Gesundheitsregeln, wurden nochmal geupdatet und auch verschiedene Partner, von denen man nicht ausgehen würde, dass sie zusammenarbeiten, dann zum Beispiel USA und Iran, Pakistan und Indien, Israel und Syrien, haben alle zusammen eine neue Regelung verabschiedet, die wurde 2007 verabschiedet. Der Ziel war in erster Linie, dass man grenzüberschreitende Gesundheitsbedrohungen verhindert und bekämpft. Das betrifft insbesondere biologische und virale Attacken. Das Wichtige ist, dass es um grenzüberschreitende Bedrohungen geht. Solange es die eigenen Grenzen nicht überschreitet, gelten die eigenen Regeln. Aber in dem Moment, wo es grenzüberschreitend wird, dann greifen die internationalen Regeln. Die werden dann ausgelöst. Das hat auch ein, also das Hauptziel ist, die Würde des Menschen und die Lebensrechte zu beschützen der Menschen. Zum Beispiel in 2003 hatten wir eine Ebola-Ausbruch, wo es sehr wichtig wurde, dass man würdevolle Begräbnisse hat. Es gab einen Haufen Tote und es war wichtig, dass man dass die Interventionsteams immer noch akzeptiert wurden von der lokalen Bevölkerung. Wenn sie die unwürdig begraben hätten, hätten sie keinen Rückhalt in der Bevölkerung mehr gehabt. Das ist auch in der Norden der Republik Kongo wichtig. Wenn Regierungen dem zustimmen sollen, muss man die nationale Souveränität betrachten, also die muss man respektieren und man muss unnötige Einschränkungen auf den Handel und Reisen vermeiden. Kommen relativ bald auf die Zombies. Ich verspreche es. Es gibt festgelegte Verantwortlichkeiten, die eine Regierung unternehmen muss in dem Moment, wenn ein Ausbruch vorliegt, um diese Regelungen einzuhalten. Es gibt die chemischen, biologischen und Strahlungsgesundheitsbedrohungen, also zum Beispiel Tschernobyl ist ein Strahlungsbedrohung, das war ein grenzüberschreitender Vorfall und viele Dinge, die in den Regulierungen stehen, hängen mit strukturellen Vorgaben zusammen, also zum Beispiel Überwachungsmöglichkeiten. Hier Überwachung ist wichtig und es ist positiv. Es geht nicht um den Staat, der versucht, dich zu überwachen, sondern es geht darum, dass sie einfach monitoren, wenn Ausbrüche passieren und wie sie sich verbreiten. Heute Morgen habe ich eine E-Mail bekommen vom Robert-Koch-Institut, dass sie diese Übertragung auch betrachten werden. Das Wichtige ist, den Informationen, also wenn hier jetzt zum Beispiel Durchfall ausbrechen würde, dann ein lokales Gesundheitsbehörde würde einen Bundesstaats, also eine Landesbehörde informieren und die wiederum würden die Bundesbehörde informieren. Man braucht Infrastruktur, um das zu erfüllen. Ich rede auch nachher noch über Grenzcheckpoints, also Grenzübertritte. Dann gibt es PHEIC, die Public Health Emergency of International Concern. Das ist im Prinzip das höchste Gefahrenstufe, die es gibt. Es ist eine Bedrohung der öffentlichen Gesundheit, die andere Länder betreffen kann. Und sie benötigt eine koordinierte internationale Antwort auf dieses Problem. Wird dieser Level ausgelöst. Zum Beispiel die Polio-Auslöschung, die wir versuchen, die Grippe-Pandemie von 2009. How do you pronounce this in English? Fake? Well, okay. And the Ebola 2014. Und in 2014 und 2019 Ebola-Ausbrüche.
der dieses Jahr ist immer noch am Laufen. Das ist jetzt total aus dem Kontext gerissen, aber der erste Satz der WHO, das Rechtsabteilung und die Compliance-Abteilung und Risikomanagement sind diejenigen, die sie informieren in so einem Fall. So now you are asking yourself, where do the zombies come? Okay, jetzt fragt ihr euch, wann kommen eigentlich die Zombies hier rein? Plan 9 from outer space. Okay, Plan 9 von außerhalb des vom äußeren Weltraum. Das waren Aliens, die chemikalisch gerade verstorbene Menschen angegriffen haben und dann sind sie aus ihren Gräbern gekrochen und die klassische ein anderer Film hatte eine Sonde, die Zombies getriggert hat. Und dann gab es auch noch Weltkrieg Z, 28 Tage später. Da gab es einen sehr speziellen Film über eine Epidemie, die völlig außer Kontrolle gerät, während einer Zeit, wo eine Epidemie völlig außer Kontrolle geraten ist, nämlich während SARS passiert ist. Und wenn man jetzt irgendwie so kosmische Ripple-Effekte bedenkt, zum Beispiel den kosmischen Schmetterling-Effekt, dann ist diese SARS-Bedrohung wie in einem Film, wo Politiker hingehen können und es erklären können, dass sie dann auch etwas machen können. Und es war ein Zufall, dass 28 Tage später SARS passiert ist, aber ich glaube, das hat geholfen, die Politiker dahin zu bringen, dass sie die Situation so ernst nehmen. Was ist ein Halbzeitstand? Ein Halbzeitstand für die internationale Gesundheitsregulierung ist 0 zu 3. I have to say this. Ich muss das sagen. Es gibt ein paar Probleme, Plotholes im Film. Man hat Explosionen und es kommt was raus. Man raucht und dann erhöht man sein Risiko, dass man an Lungenkrebs stirbt oder von Herz-Kranz-Gefäß-Verkalkungen. Aber von verkalkten Herzgefäßen zu sterben, hat kein Feedback auf Rauchen. Das heißt, das, was rauskommt, ist die Exposition. Es gibt keinen linearen Effekt. Es gibt einfach keinen Weg, dass ein Zombie chemischen Aussatz vergrößern kann oder radioaktive Strahlung. Man kann diese Epidemie nur verbreiten von der anderen Seite. Haben wir etwas vergessen? Ja, na klar. Dieser feine Herr hier zeigt uns, dass die WHO Nekromantie komplett vergessen hat. And I mean, I wanted to make this as a sort of hacker contest or nerd contest. Und ich habe gedacht, wenn es hier ein bisschen Hacker und Nerd ist, dann könnt ihr vielleicht hier die alle benennen, aber ich werde das überbringen. Wer kann hier sagen, wer der gefährlichste Nekromant ist? Es ist nicht der Weiße König. Wer ist es? My son did know the answer, and he's 8 years old. When I was asking him, when he was mein Sohn wusste, wer der gefährlichste Totenbeschwörer hier ist. Okay, es ist die Frau oben rechts. Es ist Liliana West von Magic the Gathering. Sie kann im Wesentlichen zwischen Planeten hin und her laufen. Das ist also, sie ist die wahrscheinlichste, die hier auftaucht. Und wenn du sie siehst, dann sag auf jeden Fall Bescheid. Gibt's sonst noch was? We have the Eurovision. Wir haben den Europäischen Song Contest, den Eurovision Song Contest. Gib mir eine Sekunde. Okay, ja. Okay, ja.
der europäische Song Contest, Eurovision Song Contest, Hard Rock Hallelujah. Das ist mein Lieblingsteil des Videos. Das ist ein krasser Heavy Metal Fan, der von allen gemobbt wird. Und jetzt gibt's die Cheerleader, die sie als Zombies feiern. Und das zeigt ganz klar, dass Heavy Metal Zombies verursachen kann. Also Heavy Metal ist eine Bedrohung. Es ist aber keine internationale Gesundheitsregulierung. Also haben wir hier zwei ernsthafte Fails. Okay, jetzt ist also der Stand ein bisschen besser für die Zombies. Es ist natürlich ein bisschen ein Witz, aber ich muss euch das hier vorstellen. Das ist eine sehr wichtige Regel, die Beamtenregel Nummer 1. Man muss überprüfen, ob man zuständig ist. Zuständigkeit prüfen. Es ist ein bisschen Witz und ein bisschen echt. Wenn du als Beamter bist, dann wollen häufig Leute irgendwas. Leute wollen, dass du arbeitest. Und wenn du irgendwie den Punkt machen kannst, dass es nicht deine Abteilung ist, nicht deine Verantwortung ist, wenn du nicht zuständig bist, du würdest ja super gerne helfen, aber es ist leider nicht meine Zuständigkeit. Also wenn man das in die internationale Gesundheitsregulierung übersetzt, dann würde ich sagen, die chemisch-biologisch-radioaktiven Zombies, die sind behandelt, aber die Totenbeschwörer und die Heavy-Metal-Zombies, die werden nicht abgedeckt. Und im echten Leben bedeutet das zum Beispiel, es gibt einen asiatischen Tiger-Moskito. Das ist eine kleine Stechmücke, die gerade Deutschland besetzt. Man hat dann natürlich irgendwie Gesundheitsorganisationen, die über Ratten und Mäuse und auch Stechmücken irgendwie sich kümmern, aber die sagen, das ist nicht unsere Sache, das ist eine Gesundheitssache, also es ist die der Gesundheitsabteilung. Und die Gesundheitsabteilung sagt aber nein, es ist eine Naturschutzsache, Angelegenheit. Und dann schieben sich die Verantwortlichkeiten hin und her und wenn sie nicht zusammenarbeiten, ist es ein echtes Problem, wenn sie sich gegenseitig ausspielen. Ja, also Zuständigkeit prüfen ist ein Problem. Okay, lass uns über diesen Algorithmus auf Seite 43 in Annex 2, am Anhang 2 der WHO-Regulierung angucken. Und da steht im Wesentlichen drin, ob oder ob du keine Benachrichtigung an das WHO schicken musst. Und dieser Algorithmus kommt runter auf eine Ja-Nein-Entscheidung. Soll ich die WHO benachrichtigen oder nicht? Wenn die Antwort ja ist, dann gibt es ein nettes Benachrichtigungsformular. Das ist ein deutsches Formular. Und das ist, wie ich vorhin schon ehrlich gesagt, jede Nationalität hat die Verantwortlichkeit, die Sachen, die internationale Gesundheitsregulierung in nationale Gesetze zu übersetzen. In Deutschland heißt es internationale Gesundheitsvorschriften, Durchsetzungsverordnung oder Gesetz. Ich glaube, es ist ein Gesetz. Man kann sagen, ja, wir haben andere Bedrohungen, das ist jetzt nicht Zombie-Apokalypse, okay. Man kann irgendwas dazu sagen, aber man muss es faxen. Da gibt es eine Faxnummer. Und ich glaube, die Faxnummer ist irgendwie an einem E-Mail-Account verbunden, aber das deutsche Gesetz sagt, wenn du diese Benachrichtigung losschickst, dann musst du die faxen. Und es geht nicht, es wird von dem Gesundheitsdepartement losgeschickt. Der neue Algorithmus ist fast abwärtskompatibel. Die gelben Krankheiten waren auch schon in der zweiten Version vorhanden. Das ist die internationale Gesundheitsregulierung Version 3. Es hat auch Plugins, also es gibt jetzt SARS da drin. Aber das Wichtigste ist, sie haben jetzt etwas editiert. Es gibt jetzt Gesundheitsbedrohung unbekannter Quellen oder andere Events. Und das würde jetzt der Algorithmus für Zombies sein. Ich kann es nicht lesen. Wir haben ein Event festgestellt, eine unbekannte Quelle. Ja, es ist wirklich ein ernsthaftes Problem. Ja, Zombies kommen. Es ist unüblich und unerwartet. Ja, wir müssen Benachrichtigungen losschicken. Aber das ist ja nicht immer der Fall im
World of Warcraft Undercity zum Beispiel. Das ist der Ort, wo die Untoten leben. Also ich meine, Zombies sind Untote und Untote leben in einer untoten Stadt. Also es ist nicht irgendwie unerwartet. Wenn man einfach nur eine Sekunde annimmt, dass die dort alle wohnen würden und nicht Lust haben zu reisen, dann müsste die Benachrichtigung nicht losgeschickt werden, weil es nichts Ungewöhnliches wäre. Ein echtes Weltbeispiel würde sein Measles in der Ukraine und in den USA, Masern. Es hat auch was mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Aber sie haben so viele Masern, dass wenn man mit dem Flugzeug in die Ukraine reist, dann würde man die internationale Gesundheitsregulierung nicht triggern. Aber wenn man in die USA reisen würde, die zertifiziert frei von Masern sind, die haben ein offizielles Zertifikat, dass sie kein Maserproblem haben, dass sie in Staaten, dann würde das eine Benachrichtigung auslösen. Und die Vereinigten Staaten werden dieses Zertifikat wahrscheinlich diesen Oktober verlieren, weil sie haben nämlich gerade laufende Ausbrüche von Masern, die gerade passieren. Und es hilft natürlich nicht, dass der Trump irgendwie Impfgegner ist. Okay, lass uns darüber reden, wie Zombies hier eindringen. Das sagt, dass die Bundesstaaten der WHO sagen müssen, wo die Häfen, die internationalen Häfen, die internationalen Flughäfen, welche von denen die Möglichkeit haben, mit einer hochinfektiösen Krankheit umzugehen. Dasselbe gilt für Grenzübergänge auf dem Boden. Aber das Kritischere sind die Flughäfen und die Häfen. Das ist jetzt ein Beispiel aus Deutschland. Die internationalen Gesundheitsregulierungen gelten auch hier. Und hier sieht man alle Flughäfen in Deutschland, die diese Möglichkeiten haben und auch die Häfen. Wenn ihr irgendwo in der Welt seid und eine hochinfektiöse Krankheit habt, die Menschheit auslöschen könnte, das Beste wäre, in einen aktiven Vulkan zu springen. Wenn ihr verheiratet seid, würde ich aber wollen, dass ihr überlebt und dass ihr ein Flugticket nach Frankfurt kauft und in der hintersten Ecke des Flugzeugs sitzt. Und bevor ihr landet, müsst ihr der Stewardess sagen, ihr kommt aus einer tropischen Region und dass ihr ein komisches Fieber habt und etwas Ernstes haben könntet. Das gibt ihnen genug Zeit, um euch in ein Krankenhaus zu schaffen, das eine besondere Bio-Bedrohungslevel-Zertifizierung hat. Es hat ewig gedauert, es zu bauen. Es wurde im Prinzip gebaut für die Pocken-Auslöschung, aber es hat so lange gedauert, es zu bauen, dass bei der Zeit, als sie fertig waren, die Epidemie schon, also beziehungsweise die Krankheit schon längst ausgerottet war. Und die lokale Gesundheitsbehörde waren relativ penibel und haben sich im Prinzip das Beste gekauft, was es gibt, und bauen lassen. Und was macht man jetzt, wenn man Zombies im Flugzeug hat? Also gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt irgendwie ein Ereignis und wir haben jemanden mit einer infektiösen Krankheit, der in dem Flugzeug sitzt. Dann bekommt man so eine Karte, um die Kontakte hinterher nachvollziehen zu können, die diese Person hatte. Jeder im Flugzeug hat so eine Karte dann, um die hinterher nachzuverfolgen zu können. Und die Frage ist dann im Prinzip, werden die Zombies dich vorher oder nach dem Ausfüllen der Karten aufessen? Dieses Nachverfolgen der Kontakte ist wirklich wichtig. Das ist im Prinzip mit auf der Gruppe der wichtigsten Maßnahmen, die man hat. Oben links sieht man
die Nachverfolgung von Lassa-Fieber in Deutschland. Das war die erste Übertragung außerhalb Afrikas. Das Ziel ist immer, alle Kontakte nachzuverfolgen, sie alle einzusammeln, um dann zu beobachten, ob sie auch einen Ausbruch haben und dann sofort zu behandeln, wenn was passiert, um sicherzustellen, dass es keine weiteren infiziösen Kontakte gibt. Der Graph oben rechts ist unser Tuberkuloseausbruch 2017 und der wichtigste ist eigentlich der auf der unteren Hälfte der Folie. Das ist der Ebola-Ausbruch 2014 in Nigeria und lass mich kurz vorausschicken, dass niemand bisher das geschafft hat zu wiederholen, was Nigeria geschafft hat. Nigeria hat 190 Millionen Leute, Einwohner. Und es gab eine akut kranke Person, die gegen den Rat der Ärzte in eine 21 Millionen Einwohner große Stadt gekommen ist, in Lagos, hat darüber gelogen, dass er infiziert war und dass er Ebola-Kontakt hatte. Und das Team hatte 18.500 Leute aufgesucht. 900 davon hatten Kontakte, 20 echte Fälle und nur 8 davon sind gestorben. Und sie haben es tatsächlich geschafft, trotz der vielen Kontakte, trotz all dieser widrigen Umstände, die an den Ausbruch wieder einzudämmen. Das ist unglaublich. Und jetzt gibt es noch ein Problem, dieses Reisen und Warenverkehr ist im Prinzip eine Lücke in der Regulierung. Also das, in dem Moment, wo man halt vermeiden kann, dass man Beschränkungen vermeiden kann mit diesem Loophole, kann man halt auch irgendwie die Meldungen vermeiden und das ist ein Problem. Also wir schauen uns mal Paragraph 43 an. Es sagt im Prinzip, dass souveräne Nationen erlaubt ist, dass sie Regulierungen vermeiden können, wenn die internationalen Regeln nicht restriktiver sind als die eigenen, die man unter vernünftigen Bedingungen zur Verfügung hat. Und dann, wenn man jetzt einen guten Juristen hat, dann kann man im Prinzip mit dieser Lücke diese ganzen Regulierungen vermeiden. Und jetzt haben wir im Prinzip Gleichstand 3:3 der Zombies gegen die EHR. Und wenn man das jetzt wirklich total kaputt machen will, muss man ein grenzüberschreitendes Warenverkehr haben für Zombie-Organe und Compliance-Juristen anheuern. Man kann auch einfach Totenbeschwörungs-Nachhilfe nehmen oder eine Heavy-Metal-Band beitreten. Ja, das. Vielen Dank an Dan von Team 22 für den Laptop. Das war alles. Vielen Dank. Vielen Dank, Florian. Das war sehr viel schneller, als ich erwartet habe. Das heißt, wir haben mehr Zeit für Q&A-Fragen. Ich hoffe, dein Freund im Robert-Koch-Institut hat den Chat-Knopf gefunden und kann uns jetzt Fragen stellen. Haben wir schon Fragen aus dem Internet? Haben wir Fragen im Raum? Hi. Hi. Du hast erwähnt, dass es diese Heavy-Metal-Beispiele gibt. Aber man könnte auch sagen, dass es die Anti-Vaxxer, also die Anti-Impf-Bewegung, die auch grenzüberschreitend ist. Es ist in gewisser Weise auch Popkultur und die bewegt sich auch von Land zu Land. Das ist leider wirklich wahr. Diese Anti-Vaxxer sind eine echte Bedrohung, vor allem für alle Krankheiten, die durch Impfungen bekämpft werden könnten. Niemand in der Republik Kongo würde für oder gegen einen Impfstoff gegen Ebola argumentieren. Das ist einfach Wahnsinn. Aber es ist richtig, dass die Anti-Impf-Bewegung insbesondere in den reichen Industrienationen, sowas wie Deutschland und USA, sehr verbreitet ist und dass das dazu führt, dass die Herdenimmunisierung dann fehlt.
wenn du keine Herdenimmunisierung hast, dann sind die Menschen, die keine Impfung bekommen können, wie kleine Kinder, alte Leute, geschwächte Leute, Menschen mit Organtransfer. Jeder von euch kennt irgendjemanden, der im Prinzip nicht in der Lage ist, geimpft zu werden. Die können dann einfach nicht geschützt werden. Und das ist definitiv eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit. Es wäre relativ einfach, und das zu bekämpfen. Thank you. Danke. Thanks for your question. We're gonna head over to. Dann geht's doch direkt weiter mit der nächsten Frage. Die Frage fängt verrückt an und dann wird sie ernst. Gibt es Zombies? Werden Zombies immer noch als Menschen mit allen Rechten betrachtet in diesen Studien? Ja, ja. Und der ernste Teil daran ist, gibt es Länder, die darüber nachgedacht haben, Menschenrechte wegzunehmen von Leuten, die infektiöse Krankheiten haben oder unter Krankheiten leiden? Es ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich habe hier gesagt, es geht darum, die Menschenwürde und die Menschenrechte zu beschützen. Und 2014 habe ich sehr genau darauf geachtet, wie Ebola ausgebrochen ist. Und jetzt kommt es darauf an, welche Nationalität du hast. Ich kann mich daran erinnern, ich konnte aber nicht mehr die Quelle finden. Es gab eine Person, ich glaube aus Bangladesch, die aus einem Nicht-Ebola-Land gereist ist. Und diese Person war sehr, sehr lang in Quarantäne und er kam aus Bangladesch. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn diese Person europäisch oder amerikanisch gewesen wäre, dann würde er nicht so lang in der Quarantäne gewesen sein. Wenn die Menschenrechtsfrage ist irgendwie selbst, man schlägt sich selbst, wenn man die Menschenrechte nicht schützt. In welchen Ländern würdest du solche Regeln nicht brauchen? Weil unsere öffentlichen Gesundheitsregulierungen sind sehr, sehr stark. Aber es ist ein Catch 22. In ärmeren Ländern, zum Beispiel Bürgerkriegsländern mit viel Korruption, mit ganz viel unfairem Handelsungewicht, Ungleichgewicht, da verlieren Menschen Vertrauen in die Regierung. Und das ist auch zum Beispiel bei Ebola 2014 passiert. Und es gibt eben auch Leute, die sehr technisch versiert waren, die das Problem nicht lösen konnten. Und es mussten Leute hinkommen und sagen, hey, pass auf, diese Leute haben das Recht, beerdigt zu werden. Du kannst nicht einfach hingehen und sie wegnehmen. Was würdest denn du machen, wenn jemand mit einer Maske auf in deine Wohnung kommt und dein Kind wegnimmt? Also Menschenwürde und Menschenrechte zu respektieren, ist das Einzige, wie man schaffen kann, Vertrauen zu schaffen. Sie haben dann zum Beispiel die Zäune niedriger gemacht, dass man sich gegenseitig sehen kann. Man hat zwei Zelte, die haben kostenlosen Telefon bekommen, damit man sich anrufen kann. Man muss die Würde und Menschenrechte aufrechthalten, um Kooperation zu ermöglichen. Selbst dann, wenn du nicht in Menschenrechte glaubst, also wir machen das auch, aber nicht mal dann, wenn du nicht dran glaubst, auf der technischen Ebene müsstest du es machen, um Kooperation zu ermöglichen. Vielen lieben Dank. Es gibt eine Frage aus dem Internet. FT32 Surveillance fragt, Berlin Airport prepared. Wie gut der Berliner Flughafen für eine Invasion vorbereitet wäre. Sorry. Ich habe es nicht verstanden. Kannst du es nochmal wiederholen? Deiner Meinung nach, wie gut ist der Berliner Flughafen vorbereitet für eine Zombie-Apokalypse-Invasion? Ja, wie gut ist der Berliner Flughafen für diesen Vorfall vorbereitet? Ich würde mal schätzen, ein Berliner Flughafen ist sehr, sehr gut vorbereitet, aber den anderen, wie sieht es denn da aus? Wir sind in Deutschland. Wir lieben Regeln. Die internationale Gesundheitsvorschriftengesetz ist ziemlich alt. Das ist von 2012, glaube ich. No, I think it's 11. Ich glaube 11.
You must be prepared. Du musst vorbereitet sein. People want money. Und Leute wollen Geld. Und wenn du sagst, ja, guck mal, wir haben andere Verpflichtungen, wir haben ein Gesetz, wir müssen da was machen, dann möchte man Leuten einen Job eingeben. Was heißt nochmal einstellen? Einstellen, ja, hire. Also wir müssen einfach Leute einstellen. Ich bin ziemlich sicher, dass Berliner Flughäfen gut vorbereitet sind. Das Problem ist, dass du ein Krankenhaus brauchst, was groß sehr ansteckende Krankheiten bedienen kann. Zum Beispiel Charité in Berlin kann das. Dann muss man natürlich den Transport organisieren. Das Robert-Koch-Institut hat so ein Biohazard-Level-4-Institut. Das geht 24/7. Und das kostet einen Haufen Kohle und Leute hatten Interesse, das umzusetzen. Also deine Frage zu beantworten, ja, Berlin ist vorbereitet. Ernsthaft, wenn du ein neues Gesetz hast und das Erste, was die Administration macht, ist, oh, wir haben neue Aufgaben, da gibt es was Neues zu tun und jetzt brauchen wir neues Geld. Und wenn es ein nationales Gesetz ist, da kannst du nichts dagegen machen, dann, oh, ich brauche wirklich das Geld. München zum Beispiel. München, ich habe einige Kollegen, die haben 6 Stellen bekommen, welche sich mit internationaler Gesundheitsregulierung auseinandersetzen. Aber zur selben Zeit stärken sie das Monitoring. Ich bin sehr traurig, dass mein Bundesland, Rheinland-Pfalz, wir haben nicht das Geld bekommen. Die Bayern haben dieses Geld bekommen. Vielen Dank für die Antwort und danke für die Frage. Okay, da gibt es die nächste Frage. Ich glaube, du hast unglücklicherweise einen Angriffsvektor verloren, nämlich die Computerviren, die den Airgap überspringen und auf die Menschen übergehen. Ist es dann vielleicht 4-3 für die Zombies? Hold on. Warte, einen Moment. Ja, lass mich kurz. Wo sind wir? Hier. Ja, okay. Und damit das funktioniert, würdest du einen Computer brauchen, der menschliche Zombies produziert. Vielleicht spielst du zu viel Computer, aber ja, du hast natürlich recht. Ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Aber es ist kein Gesundheitsrisiko. Ja, stimmt, genau, das ist der Punkt. Ah, okay, aber du hast internationale Verbreitung. Du hast eine internationale Bedrohung. Ja, du hast tatsächlich recht. Ich hatte gehofft, dass jemand darauf aufzeigen würde, dass Michael Jackson einen Haufen Zombies hatte und er nicht im Heavy Metal war, aber das hat hier wohl nicht funktioniert. Wenn man es umbringen kann, ist es kein Zombie. So, das war das berühmte Gesundheitsüberprüfungsgesetz. Ja. Gibt es weitere Fragen? Es sieht nicht so aus. Dann sind wir 6 Minuten. Nein, da gibt es doch noch eine Frage. Und bitte stellt euch hinter das Mikro, wenn ihr Fragen habt. Hi, danke für deinen Vortrag. Ich habe mich gefragt, ob du ein paar Worte loswerden kannst, wie das Monitoring passiert, in nationalen und internationalen Ebenen und wie Big Data da reinspielt und vielleicht die Vor- und Nachteile. Ich denke, du musst unterscheiden zwischen reichen und armen Ländern. Die Länder mit wenigen Ressourcen, viele haben symptomatische Überwachung. Man hat keine Infrastruktur für ein Labor und einen Doktor überall. Und ich weiß nicht so genau, ob unser westliches Modell mit überall Ärzte haben, überall gut funktioniert. Aber es wird symptomatisches Monitoring geben, zum Beispiel für Polio. Es gibt eine andere Überwachung überall in der Welt. Wenn du ganz viele Kinder hast, die eine Krankheit haben, dann springst du rein und guckst, was da los ist. Die reicheren Länder, Deutschland zum Beispiel,
Wir haben diese verpflichtende Krankheiten-Benachrichtigungssachen. Wenn wir jetzt Durchfall bekommen, dann würden unsere Gesundheitsdepartments alle unsere Daten bekommen. Das ist auch gut, weil die machen das Tracing der Kontakte. Und die schmeißen diese Daten mit deinen persönlichen Daten in ein elektronisches System, Servlet. Und von diesem Moment an wird es übertragen, aber anonym. Also ich arbeite am Bundesland-Gesundheitsamt-Level und wir kriegen nur den Monat des Geburtstags, das Geschlecht und das Geburtsjahr und den Landkreis. Es gibt also starke Datenschutzregelungen, auch zum Beispiel beim Robert-Koch-Institut. Also wir übertragen die Daten, also wir haben die Daten, die können Sie auch haben. Es gibt auch noch das DEMIS. Meine Freunde aus dem Robert-Koch-Institut werden jetzt die Miene ein bisschen verziehen, aber die reformieren den gesamten Prozess. Aber das ist eine andere Geschichte und ich kann jetzt nichts über andere Länder sagen, wie zum Beispiel Vereinigte Königreich oder Frankreich. Aber in Deutschland ist das lokale Gesundheitsamt sehr gut informiert und das sind die, mit denen du interagierst und die bauen die vertrauenswürdigen Verbindungen auf. Die gehen in deinen Kindergarten, wenn da was los ist, wenn da was ausbricht. Die gehen in die Schulen und die machen tatsächlich die wichtigste öffentliche Gesundheitsarbeit. Ich schub's nur Zahlen hin und her. Florian, das sieht aus, als ob das die letzte Frage war. Oder habe ich jemanden vergessen? Nein. Drei Minuten früher fertig. Florian, vielen lieben Dank für das Erklären der Zombie-Apokalypse und der internationalen Gesundheitsregulierung. Das ist deine Applaus. Vielen Dank für deine Zeit und danke, dass du all die Fragen beantwortet hast.